Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Robchen an. Dieser hat über Bondora geschrieben, welches er mit 4,8 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Bondora Erfahrungen. P2P-Kredite im Test. Bondora seriös? P2P-Kredite sind Kredite, die von einem Privatmann gegeben werden und von einem anderen Privatmann genommen werden. Bekannt geworden sind diese Art der Kredite der Masse vermutlich durch die Werbung von Auxmoney. Bondora ist interessant für Investoren, die Geld anlegen wollen und für Kreditnehmer, die schnell Geld brauchen. Ich habe heute meine Gedanken und Erfahrungen im Bondora-Test gesammelt. Warum einen P2P-Kredit nehmen? P2P-Vorteile. Peer-to-Peer-Kredite sind dann für Kreditnehmer perfekt, wenn man bei normalen Banken nicht mehr weiterkommt. Gründe dafür sind meistens vor allem Schufa-Einträge. Bei negativen Einträgen dort hat man bei den klassischen Banken keine Kreditwürdigkeit mehr und somit bekommt man Anträge häufig nicht mehr durch. Die Schufa ist sicherlich sinnvoll, weil es für die Banken eine Art Garantie für Zahlungsfähigkeit ist. Dennoch ist es nun mal leider auch so, dass die Einträge über Jahre bestehen bleiben, auch wenn der Betroffene schon lange wieder liquide ist, Rechnungen beglichen hat und auch sonst kein abnormales Zahlungsverhalten mehr aufweist. Jeder, der also aufgrund eines negativen Eintrages nicht mehr an einen Kredit kommt, der ist bei P2P-Krediten genau richtig. Wichtig: Bondora vergibt zu dieser Zeit nun Kredite in Finnland, Spanien und Estland. Die weiteren Vorteile liegen auf der Seite des Kreditgebers. Wer etwas Geld übrig hat und dieses sinnvoll und vor allem profitabel anlegen möchte, der hat mit Peer-to-Peer-Krediten die perfekte Investitionsmöglichkeit. Als Bondora-Investor profitiert man von den zahlreichen Annehmlichkeiten. Das Investment gilt als sicher und langfristig und gute Möglichkeit zur Differenzierung. Als Kreditgeber schafft man sich ein passives Einkommen und lässt das Geld für sich arbeiten. Ein Investment im Primär- oder Sekundärmarkt ist kostenlos. Als Investor entscheidet man selbst, wohin das Geld gehen soll. Auf dem Marktplatz sieht man alle Kreditdaten und aktuelle Angebote. Bei Bondora investieren. Bondora existiert bereits seit 2008 und gilt als eine der führenden Peer-to-Peer-Kreditplattformen. Gegründet wurde es damals von Pertel Tomberg, Martin Rask und Mikkel Tasa. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Tallinn in Estland. Bisher ist schon ein Kreditvolumen an Anträgen von mehr als 1,2 Milliarden Euro bei Bondora eingegangen. 62 Millionen Euro wurden tatsächlich als Kredit vergeben. In Deutschland sind mehr als 2800 Investoren aktiv. Es gibt Referenzen zu Bondora bei Forbes, The Economist, Business Insider und der Financial Times. Für Investoren sind jährliche Renditen von bis zu 10% möglich. Wie startet man bei Bondora? Der Start ist sehr einfach gehalten. Zunächst erstellt man sich ein kostenloses Konto auf der Plattform. Wahlweise kann man sich auch über seinen Facebook-Account oder Google-Plus-Account einloggen. Sobald man registriert ist, erhält man Zugriff auf das persönliche Backoffice, wo sich alles weitere abspielen wird. Dort sieht man dann auch den Marktplatz und die verfügbaren Angebote, seine bestehenden Investments, Statistiken und mehr. Vollen Zugriff hat man allerdings erst, wenn man Geld eingezahlt hat. Dies funktioniert über eine SEPA-Überweisung. Zudem gibt es von Bondora Tools, die man einsetzen kann. Mit diesen kann man zum Beispiel die besten Investments finden. Diese Investment-Tools stellt man sich vorher nach eigenen Wünschen ein, damit sie dann arbeiten können. So kann man sich automatisch ein Portfolio erstellen lassen und das Geld perfekt differenzieren. Der Portfolio-Manager kann 4 Strategien fahren, die sich im Risiko und der Rendite unterscheiden. Zur Auswahl stehen Conservative, Balanced, Progressive und Dynamic. Es werden bei jedem die erwartete Rendite angezeigt, die keine Garantie ist, sowie vergangene Renditen, die damit erzielt wurden. Bei Conservative liegt die erwartete Rendite zum Beispiel bei ca. 14,57%, bei Balanced bei 15,76%, bei Progressive bei 17,21% und bei Dynamic bei 17,58% jährlich. Man kann aber auch völlig eigenständig agieren und selbst bestimmen, wo das Geld hinfließen soll und ein handverlesenes Portfolio erstellen. Prinzipiell kann man in Darlehen von Primärmarkt und Sekundärmarkt investieren. Auf dem Primärmarkt sind die Darlehen, die das erste Mal angefordert werden. Hier sucht also ein potenzieller Kreditnehmer nach einem Geldgeber. Beim Sekundärmarkt investiert man in Darlehen, die bereits einen Investor haben. Dieser Investor gibt den Kredit aber wieder frei für andere Investoren. Dadurch macht der Investor meistens nochmal Profit und der neue Investor kann auf einem Sekundärmarkt häufig sehr attraktive Angebote finden, die es auf dem Primärmarkt eben nicht gibt durch Rabatte. Die kleinste Investition beginnt bereits ab 5 Euro. So kann man theoretisch in vielen kleinen Summen sein Geld streuen, wenn man möchte. Wird die Kreditwürdigkeit geprüft durch Bondora? Vielleicht ist man jetzt noch kritisch und überlegt, ob man überhaupt sein Geld dort investieren will, weil es irgendwie unsicher scheint. Zwar verzichtet die Plattform darauf, Informationen bei der Schufa einzuholen, aber dennoch werden die Kreditnehmer überprüft. Dazu haben sie ein eigenes Analysemodell und Risikobewertung, die sie durchführen. Ich weiß, dass bei anderen Plattformen zum Beispiel Informationen über Transaktionen im Internet eingeholt werden. Wie genau das bei dieser hier ist, kann ich nicht sagen. Bondora Review. Meine Bondora Erfahrungen.
Ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen machen dürfen. Seit circa 3 Monaten bin ich als Investor dabei und habe mir ein breit gestreutes Portfolio aufgebaut. Zu Beginn habe ich mir den Portfolio-Manager als Hilfe genommen und dann auch selbst einige Kredite ausgewählt. Ich bin in dem ganzen Bereich noch sehr neu und wollte daher etwas haben, was leicht zu durchblicken und transparent ist. Das habe ich hier gefunden. Sobald das Geld eingegangen ist, muss man nur anfangen, es anzulegen. Ab da an kümmert sich eigentlich Bondora um den Rest. Die Zinsen sowie die Rückzahlungen kommen automatisch. Bisher habe ich eine Auszahlung veranlasst, die glaube ich nach 4 Tagen bei mir auf der Bank einging. Man kann umfangreiche Statistiken einsehen, die täglich aktualisiert werden. Auf viele davon kann man übrigens auch zugreifen, wenn man nicht angemeldet ist. So wie ich es erlebt habe, kann ich sagen, dass Bondora seriös ist. Ich habe keine Probleme mit Ein- oder Auszahlungen. Es ist alles transparent einsehbar und auch sonst sehe ich keine Komplikationen in der Zukunft. Die Renditen sind ein tolles Nebeneinkommen, womit man sich langsam ein Kapital aufbauen kann oder einen monatlichen Cashflow. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Scanner.de.